Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. So, es läuft jetzt auch wieder. Ich musste gerade die Grafikeinstellung, hatten sich nochmal zurückgesetzt. Es sah vorhin ein bisschen matschig aus, beziehungsweise texturlos. Screenshot davon habe ich auf den Social Media Seiten gepostet. Könnt ihr mal gucken, wenn euch das interessiert. Irgendwie hat beim letzten Update sich wohl, also ich weiß nicht, ob das Windows Update war oder hier ein Elex Update, zumindest haben sich die Grafikeinstellungen zurückgesetzt. Und das musste ich gerade noch mal neu hochstellen. Hör auf zu schleichen, ich kann dich sehen. Das ist unschön, ich wollte nämlich das gerade mitnehmen. Aber gut, ich hatte überlegt, ob ich noch was lerne. Seht ihr mal, in dem Let's Play hier lernt man auch was. Ja. Blöd, dass ihr halt euren ich kann nichts mehr lernen. Okay. Dann lassen wir das doch mal. Da brauche ich eh noch ein bisschen mehr Stärke. Wir haben eine Idee. Nächste Session oder nächsten Aufstieg in Stärke. Und dann können wir Nahkampfwaffen 2 nehmen. Ha. Aber gut, wir brauchen ja noch ein wenig XP. Was haben wir denn noch? Hauptmission erstmal nicht. Handflutsch-Splitter. Blechdose. Das haben wir ja erledigt. Vielleicht soll ich den mal mitnehmen. Mutprobe, Einheit. Ja, das können wir alles noch nicht machen. Raketenbomben. Die Alpspeer. Wage ich mich da nochmal dran? Weiß es ja nicht. Lass den Unfug. Ich nehme auch mal Duras mit, mal gucken, wie der so ist im Kampf. Weil für den wir ein bisschen mehr machen müssen als für Ray. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß, ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken. Ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Offenbar hast du deine große Wahl getroffen. Obwohl ich sagen muss, dass es mich nicht überrascht. Die Outlaws scheinen für Kerle wie dich genau das Richtige zu sein. Genau, okay, dann haben wir jetzt unsere... Ja, unseren Aufstieg. Gut. Dann darfst du auch mal direkt mit zu den Outlaws kommen. Dann gehen wir doch, oder? Vielleicht gehen wir danach mal. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was wir hier an neuen Sachen kriegen. Und dann gehen wir vielleicht nochmal da runter und versuchen da mal ein wenig aufzuräumen. Bunker des Dukes. Weiß gar nicht, was davon schneller geht. Mad Bob, Hank. William. Ne, vor, also der Posten geht dann doch ein bisschen schneller. Der Schnellreisepunkt. Okay. Wo ist... Na gut, dann kommt Duras halt nicht mit. Aber wahrscheinlich wartet ihr da oben noch irgendwo. Könnte ich mir vorstellen. Dann... Ach so, warte mal. Dann könnte ich ja erstmal meine Dings verteilen. Meine Punkte. So. Dann können wir da noch... Nahkampf können wir, glaube ich, bei Mad Bob eventuell machen. So, ich hätte gerne meine Rüstung, eine neue. Gib mir den Rang eines Schlechters. Ich bin kein Freund von großen Reden. Machen wir es kurz. Mit einem neuen Rang als Schlechter kommen allerdings auch neue Pflichten. Du wirst im Namen des Dukes Menschen töten. Tun, was auch immer ein Hauptmann von dir verlangt. Du wirst ihren Wünschen nachkommen, ohne mit der Wimper zu zucken. Verstanden? Also gut. Deine neue Rüstung wirst du allerdings nicht mehr umsonst bekommen.
Geh zu unserem Lagermeister und kauf sie dir. Jeder andere auch. Na tolle Wurst. Aber gut, das gab auch nochmal dick XP. So, dann will ich mal gerade nachgucken. Ray, gemischt waren. Überleben. Kampflehrer wäre Big Jim. Alles klar. Scroll, wir sind gerade da. Dann schauen wir mal. Wohl. Ja, doch, sollte passen. Ach, der ist ja noch bei seiner Kuppel. Na du? Dann holen wir uns gleich noch die neue Rüstung. Na? Doc's Bodyguard. Ja. Hier unten dann irgendwo. Was macht ihr? Einfach in der Gegend rumstehen. Habt da ja wunderbar hingekriegt. Der alte Thunderdome. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. So, Nahkampf 2 bitte. Dankeschön. Brauchen wir jetzt für 3, 5, 18, 55. Das dauert dann noch ein bisschen. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel Elixit. Sehe ich gerade. Ach komm, ich bin mal gerade faul. Nicht rollen. Achso, nee, der müsste hier unten irgendwo sein. Also du bist dann wohl der neue Schlechter hier, was? Sieht so aus. Dann bist du mit Sicherheit hier, um eine neue Rüstung zu kaufen. Dann sieh dich mal um. Ich verkaufe dir allerdings nur Rüstungen, die deinem Rang entsprechen. Etwas Besseres gibt es nur für die Vollstrecker. Zeig mir deine Waren. Okay. Schlechter Helm. Ach du Heilige. 10.000. Und ich brauche... Och, das ist doch... Echt, Spiel, du gehst mir gerade ein bisschen auf... Mit den Anforderungen ein bisschen auf die Nerven. Oh. Das heißt, ich brauche noch einen Levelaufstieg und noch mehr Geld. Und das Zeug, was ich habe, ist halt nichts wert. Also bringt halt nichts. Na gut, den Helm kann ich ja schon mal holen. Schlechter Hose. Das reicht leider auch noch nicht. Genau dafür. Na gut, wir können dir vielleicht noch ein bisschen was andrehen. Was habe ich denn? Ich weiß nicht, ich glaube, ich verkaufe die Sachen mal alle, die ich hier... Das Energieschwert behalte ich mal noch. Aber ansonsten... Ich brauche halt gerade mal Geld. Plus 20 Feuer. Dann nehme ich das mal lieber. Die normale Armbrust kann weg. Haben wir an Klamotten noch irgendwas, was weg kann? Der Ring der Outlaws. Na gut, das reicht jetzt gerade so für die Hose. Na gut, ich habe hier wahrscheinlich noch eine ganze Menge. Machtstoß kann weg. Dit.
ganzen Kleriker-Dinger. Die Pflanzen möchte ich gerne behalten. Vielleicht sollte ich auch die Stims mal irgendwann benutzen. Und auch hier weiß ich leider immer noch nicht genau, was ich da wirklich von gebrauchen kann. Hammer kann weg. Hier der ganze Schamass noch. So, die können alle mal weg. Das behalte ich mal lieber. Sicher ist sicher. Jetzt haben wir genug für die Hose. Jetzt müssen schon mal ein bisschen was Neues hier. Okay. Handel akzeptieren. Na gut. Dann halt nochmal ausrüsten. Einmal, zweimal. So, wie sehen wir denn jetzt aus? Ja, ganz okay. Gehen wir mal Geld sammeln. Bisher dachte ich, ich habe hier noch keine Geldprobleme. Jetzt habe ich Geldprobleme. Sollen wir es trotzdem nochmal versuchen mit den Abtrünnigen? Geschick kostet mittlerweile auch 2 Attributspunkte. Wir brauchen 40, glaube ich. Ne, Konstitution brauchten wir, okay. Da brauche ich, brauche noch 2 Stufen. Na gut. Dann... Ja, ich glaube, das Zeug können wir auch mal einigermaßen lassen. Ich hau mir gerade noch ein bisschen Fleisch rein. Und dann gehen wir mal Abtrünniger auslöschen. Wieso ist denn hier unten eigentlich auch kein Schnellreisepunkt? Das wäre doch auch mal ganz praktisch. Würde auch halt wieder ein bisschen Zeit sparen. So, und ich glaube, ich nehme mal wirklich mal Duras mit. Mal gucken, was der so drauf hat. Komm mit. Du hast doch schon jemanden dabei. Ja. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Sicher doch. Genau. Mitkommen. Na gut. So, mal gucken, was du drauf hast. Da waren jetzt noch diese, die Banditen. Mit denen möchte ich mich jetzt auch noch nicht so großartig anlegen. Obwohl, vielleicht könnte es da ja auch klappen, dass man die halt so einzeln rausholt. Mal schauen. So, auf geht's. Ah, guck mal, eine Mana-Pflanze. Die nehme ich mal noch mit. Weiß gar nicht, waren die jetzt schon hier? Los geht's! Zumindest mal das Gefühl, es geht ein bisschen besser. Also, dass der ein bisschen mehr Wumms hat. Aber wir hatten ja da auch eine etwas ausführlichere Aufgabe, um den als Begleiter zu kriegen. Oh. War ich hier überhaupt schon?
mach ich platt! Dann mach mal, ich block gerade eine Runde. Ja, Mutantenkraut. Pflanzi, Pflanzi? Was ist denn hier? Es war alles eine verdammte Lüge. Sie haben abgelehnt, haben mich abgelehnt. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Wenn morgen die Welt brennt, erinnere ich mich heute an ihre Schönheit. Hm. Tja, ich glaube, Judy hat's wohl nicht überstanden. Hi. Dich hole ich mir. Warum? Achtung! Genau, hau einfach mal den Boden. Der freut sich da bestimmt drüber. Nee, geh wieder hier auf Duras. Ich glaube, mit dem Ausweichen hat es der Herr Duras auch noch nicht so ganz. Au. Aber es geht. Aber das ist halt wieder ein Gegner und wir müssen zu zweit da jetzt 2-3 Minuten draufhauen, dass wir den platt kriegen. So. Ah, Duras hat's zerlegt. Dann warten wir mal, dass er sich wieder regeneriert. Und dann wenig mithilft. Derzeit blocke ich mal eine Runde. Aber wie gesagt, wären das jetzt zwei, hätte ich das gerade schon wieder knicken können. Haben aber schon einige, also andere, mit denen ich geredet habe, gesagt, dass das Spiel irgendwie viel zu schwer geworden ist. Schade. Duras, kommst du mal? Ich bräuchte hier langsam wieder Unterstützung. Die Vergiftung ist halt auch kacke. Wie gesagt, was die mir abziehen und was ich denen abziehe, das steht in absolut keinem Verhältnis. Ich gehe jetzt echt an dem noch drauf. Wie gesagt, die Kämpfe. Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Ja, ich dachte, du hältst ein bisschen mehr aus. Ich bin hier kurz vorm Verrecken, mein Freund. Ich glaube, dann kann ich die Altkämpfe da unten aber auch knicken. Da werde ich wohl nicht allzu viel reißen können.
Ich hätte einfach... Ach, scheiße. Ich hätte einfach hier pennen können. Naja, gut, Fleisch werden wir noch genug finden, denke ich mal. Nächstes Mal vielleicht doch zuerst mal gucken. So, Geld, Geld, Geld. Nehmen wir auch mal alles mit. War da noch? Guck mal, da ist doch noch was. Da liegt doch noch etwas rum. Ah, hier ist auch so ein Weltenherz. Ach Mann, wie es scheint. Zum Glück geht da hier das Ding noch eine Weile. Die Regeneration aus dem Fleisch. Los geht's! So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch eine Heilpflanze. Ein Weltenherz. Mit ihnen werden wir die Welt heilen. Ein Herz nach dem anderen. Hier sind ein paar Setzer gestorben. Die Frage ist, warum? Na gut, hier können wir es auch noch ein bisschen bedienen. Noch sogar einen Waschsack, einen Waschbottich haben sie da. Wie schön. Kleine Heilpflanze. Hallo, na du? So, der wäre auch weg. Noch mehr Zeug. Dann geht es ja, glaube ich, hier gleich runter. Oh. Machen wir, glaube ich, einfach mal, ne? Okay, da hinten war das ja, wenn mich nicht alles täuscht. Warum ist hier eigentlich nicht so ein Schnellreisepunkt? Das wäre nämlich auch ganz praktisch. Ups, da ist es leer. Oh. Kann man euch einzeln ziehen? Braucht ihr nicht mal pullen. Na komm. Ich glaube, ich muss ihn doch mal pullen. Das Vieh mache ich platt. Gut. Das ging ja schon mal einigermaßen. Dann holen wir dich vielleicht noch ran. Das Vieh mache ich platt. Schön. So, die gehen erfreulich schnell. Und wie gesagt, das ist halt leider so ein bisschen die Ausnahme an Kreaturen hier.
Ja, so würde ich mir die meisten Gegnermenschen wünschen. Nach 2, 3 oder sagen wir 5 Schlägen platt, machen jetzt nicht allzu viel Schaden. Nicht so extrem wie das ganze andere Zeug hier. So, ihr rennt da hinten noch irgendwie rum. Ist aber auch gerade relativ sonnig. Von daher... Ach, hier kämpft auch schon gegen irgendwas da hinten, wie es aussieht. Das ist mir eigentlich ganz recht. Aber die machen es wohl platt, ja. Hier war doch einer, der so ein bisschen abseits war. Vielleicht können wir uns den mal schnappen. Einzeln rausziehen, bekämpfen und dann hoffen, dass es klappt. Ich glaube eher weniger. Klappt das? Ah, der hat nicht mal Schaden gekriegt. Wie schön. Dafür jetzt... Ach, wir machen tatsächlich dem mal wirklich Schaden. Das ist cool. Ich würde allerdings es begrüßen, wenn der Fokus von mir weggehen würde. Danke. So, ich schätze mal, dann kriegen wir die jetzt auch mal platt. Ich muss mal wieder Heildinger hier hinlegen. Ja, da ist das Ding leer. Geh mal auf Duras, bitte. Danke. So. Ja, es geht besser. Es geht tatsächlich besser. Dann Heilung. Was haben wir eigentlich da jetzt mittlerweile? Ring der Feuerresistenz, ja. Wird das mit der Härte tatsächlich lieber. Zumindest im Moment. Das Amulett haben wir bisher auch noch nichts Neues gefunden. Was habe ich denn? Mana-Trank, kleiner Heiltrank. Ach komm, ich gönne mir mal so einen kleinen. Und das war es eigentlich auch schon. Mächtige Heilpflanze. Plus 10 für 10 Sekunden. Heilkraut und Heilpflanze. Was ist denn da der Unterschied? Das eine ist ein bisschen mehr wert. Aber ich glaube, das sollte ich mir für Tränke aufheben. Gut, damit wären die erledigt. Schauen wir mal noch kurz. Hier war doch noch irgendwas mit... Mit den Viechern. Und dann der fehlende Mann. Ach so, ja, der neue Outlaw. Da müssen wir das Zeug noch besorgen. Geschwächte Alps. Wo sind die denn? Guck mal, die wären auch gerade hier in der Nähe. Tja. Das können wir dann vielleicht auch mal noch angehen. Auch ein paar Critter. Das werden sie ja wahrscheinlich relativ locker geschafft haben. Ich denke, die Geschwächten sollten wir auch einigermaßen hinkriegen jetzt. Na komm. Lecker Setzerbrot. Oh. Hornviech. Geh auf Duras. Oder auch nicht.
Na gut, machen wir uns in der nächsten Folge mal weiter auf den Weg und schauen uns ein paar geschwächte Alps an. Ich bin mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.